So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht noch nicht richtig. Aber ich habe meine ersten 5 Tüten der wilden Helden Sticker. Das ist ja das Stickeralbum, das habe ich euch ja angeboxt. Das sieht richtig gut aus, ist auch sehr viel Wissenswertes drin. Finde ich richtig mega, kostet im Moment bei Rewe 2,50 Euro. Was heißt im Moment bei Rewe? Woanders kriegt ihr es nicht. Ist nämlich von der so einer Rewe-Aktion. Und wenn ihr dann 10 Euro einkauft, ja, einige stellen sich an, 8 Euro geben keine raus. Andere bei 17 Euro schon 2. Das ist einfach so. Es kommt immer darauf an, was ihr für ein Lächeln habt, wie gut die Kassiererin drauf ist, dann gibt ihr schon mal 1, 2 mehr in der Hand. Weil ich bin ehrlich, ich habe keine 50 Euro ausgegeben, und habe trotzdem hier 5 Stickertütchen. Was heißt Stickertütchen? Es sind 4 Sticker drinne und eine Karte. 4 Sticker und eine Karte. Ihr müsst immer 10 Euro einkaufen, so sagt man das, dann bekommt ihr ein Tütchen. Aber wie gesagt, ich habe keine 50 Euro bezahlt und trotzdem 5 Tüten gekriegt. Und die schauen wir uns natürlich jetzt an und möchte sie euch zeigen. So, jetzt gucke ich mal, wie die aufgehen. Ah, hier oben, seht ihr das? Könnt ihr was rumknicken und abziehen. Dann kann man das Ganze, oh, so aufklappen. Ah, seht ihr das? Jetzt klebt die Karte hier dran mit Kleber. Dann habt ihr praktisch die Verpackung, sind die Sticker. Ist schon mal perfekt. Ist schon mal weniger Verpackungsmüll. Sonst hättet ihr jetzt die Sticker auf so einen Bogen gehabt, hättet ihr nochmal und so ist die Verpackung gleich die Sticker. Und das ist perfekt. Ihr seht, tierische Sticker. Dann haben wir hier eine Karte. So, und das ist jetzt eine Bienenkarte. Ihr seht, ja, das sind die Karten wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz. Habe ich ja gesagt, ich habe 5 Tütchen. Jetzt habe ich noch 4 und die öffnen wir jetzt alle. Wenn es einmal weiß, ist es gut. Und weniger Verpackung finde ich sowieso viel besser. Ich zoome mal ein bisschen mehr ran. So, damit ihr besser erkennen könnt. Das ist ja, das kennt man aus der Boosterkartengeschichte. Aber cool. Sind nicht schlecht. Das sind zum Glück andere Sticker. Das ist schon mal perfekt. Ja, das ist auch richtig irgendwie cool, dass die Verpackung gleichzeitig auch das Grundpapier ist, der Sticker. Ist wirklich eine coole Idee. Ich bin begeistert. Das dazu. Sollten sich andere Hersteller vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. Und das Schöne ist, die dritte Karte und ist keine doppelte bis jetzt. Richtig, richtig mega. Und dann haben wir hier, schaut mal, eine, die ist ja richtig witzig und eine goldene. Cool. Vierte Tütchen. Perfekt. Keine doppelte. Mega, mega cool. Und das fünfte und letzte Tütchen. Ich werde natürlich ein paar gleich einkleben, wie sich das gehört, wo wir sehen, wie das dann aussieht. Und haben wir. Ihr habt es gesehen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Glück immer, dass ihr keine doppelten hatten. So, ich habe nämlich vergessen, jetzt diesen kleinen Silikonkleber immer wegzunehmen. Ihr seht, dann kleben die nämlich untereinander drauf. Und das ist nämlich blöd. So, jetzt zeige ich euch nochmal alle 5 Boosterkarten. Einmal.
zweimal erinnert mich an die große Krabbe. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. Und dafür haben wir ja das Döschen dabei gehabt. Naja, ihr könnt euch natürlich, ich sag's mal so, ein besseres besorgen, weil das ist ja einfach nur reine Pappe. Aber es soll wahrscheinlich nur als Aufbewahrungsbox dienen. So, jetzt gucken wir uns natürlich mal an, wo der kleinste Nummer ist. 98, Nummer 20 ist hier, Nummer 11 ist hier und Nummer 42. So, kleben wir jetzt noch ein paar ein, damit wir sehen, wie die Seiten so aussehen, wenn sie eben beklebt sind. Also fangen wir jetzt direkt mal an mit Aufkleber Nummer 11. Weil einige sagen ja auch immer, kannst du nicht ein Video machen, wo du welche einklebst? Und hier habe ich die Chance. Und dann mache ich das auch. Ihr seht selber, der eigentliche Aufkleber ist größer wie das Feld. Ist schon mal gut. Können wir also komplett verdecken. So, dann haben wir jetzt die 20, das sehe ich jetzt hier. 16, witzig, 20. Ist natürlich jetzt ein doppelter. Ah, da hätten sich immer was anderes einfallen lassen können. Jetzt muss ich noch eben Stickeralbum hier so rüber tun. Und so aufkleben, weil es kommt ja noch das zweite Bild dazu. Dann, ich nehme mal eben diese beiden Bögen hier. Nach 20 die nächste Zahl haben wir die 87. Oh, ziemlich weit hinten. Oh, das ist wirklich ziemlich weit hinten. 87 müsste hier unten sein. Wo ist die 87? Hier. So, jetzt wird das Video jetzt natürlich etwas länger gehen. Aber dann könnt ihr mir auch dann natürlich in die Kommentare schreiben, dass ihr nächste Mal eben nicht das Eingeklebe sehen wollt. Dann passt das. So, dann haben wir die 91. Ist hier. Ich gehe jetzt nur von diesen beiden Bögen aus. Ist hier unten. Und wie gesagt, ihr schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr die ganze Aktion findet. Habt ihr sie vielleicht selber schon oder wollt ihr sie sammeln? Ganz ehrlich, ist es was für euch? Wie gesagt, das Stickeralbum ist auch sehr viel Wissenswertes dabei und das ist das Geniale. 98 ist da oben. Und die 116. 116, wo bist du? Dann haben wir jetzt den ersten Bogen fertig. Ich werde natürlich nicht alle Bögen einkleben. Oh, da ist jetzt ein bisschen schief geworden, ein bisschen weißer Rand. Und die 124 ist hier. Und wenn ihr Lust zu habt, werde ich euch auch ein bisschen was über das App zeigen, weil hier sind ja überall immer die Codes drin, dann scannt ihr die ein, wenn ihr das App habt, das ist so wirklich witzig. Kann ich euch gerne zeigen, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das. Ihr kennt das ja, zweite Bogen alle. So, die anderen drei, die werde ich natürlich, oh, ich sehe da gerade, die 42, die ist doppelt. Aber erstmal die 130, den goldenen, den werde ich noch mitnehmen. Ist hier oben. Glitzert so schön. Und natürlich unseren Held. Einen der Helden habe ich jetzt schon.
die Nummer 128. Die kommt nämlich gleich hier nebenhin. Also wie gesagt, ich werde natürlich weiter einkleben, mir noch andere Tütchen besorgen, ist ja ganz klar, bis das Stickeralbum voll ist, weil ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich werde jetzt öfters mal Tütchen aufmachen vor die Kamera. Wenn ich sie weiterhin einkleben soll, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr keine Lust habt, einen Daumen hoch zu machen. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet. Habt ihr selber schon all das? Könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Ihr wisst ja ganz, wie ihr es sehen wollt. Und das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.